Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sternenlicht, dem Podcast der Sternwarte St. Andreasberg im wunderschönen Harz. Heute nehmen wir euch mit auf eine spannende Entdeckungsreise in unsere eigene Sternwarte und blicken gemeinsam in die Tiefen des Weltalls. Diese Episode ist nicht nur ein wissenschaftliches Abenteuer, sondern auch eine Möglichkeit, unsere Sternwarte und die engagierten Vereinsmitglieder näher kennenzulernen. Mein Gesprächspartner ist heute der Philipp, ein sehr engagierter Himmelsgucker und typischer Vertreter unter den Mitgliedern der Sternwarte. Die Aufnahmen sind unter freiem Himmel und mit begrenzter Technik entstanden und daher ausnahmsweise nicht ganz von der gewohnten Tonqualität. Das werden wir in Zukunft besser machen, versprochen. Aber jetzt schließt eure Augen und lasst euch von uns in einen Beobachtungsabend und in die weite Welt der Sterne, Kometen, Nebel und Galaxien entführen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Sternenlicht, dem Podcast der Sternwarte St. Andreasberg. Wissenschaft, Natur und Kultur barrierefrei erleben, das ist unser Motto und das sind auch die Themen in diesem Podcast. Wir sind die Mitglieder der Sternwarte St. Andreasberg e.V. und wünschen dir eine gute Unterhaltung. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt vielleicht schon am Podcast-Cover erkannt, dass die heutige Folge ein bisschen anders ist als unsere bisherigen Folgen. Wir haben uns ein bisschen beraten lassen und gesagt, wir wollen euch ein bisschen mehr am Vereinsleben teilhaben lassen. Und das hier ist so eine quasi Live-Situation, also nicht ganz live, weil wir streamen das jetzt nicht. Ihr hört das also mit einem entsprechenden zeitlichen Versatz. Aber wir befinden uns mit dieser Aufnahme heute wirklich bei der Sternwarte St. Andreasberg. Wir sitzen draußen bei einem wunderschönen, sternklaren Himmel. Es ist wirklich ein ganz fantastischer Abend. Und es sind viele Vereinsmitglieder hier und haben, weil die Wettervorhersage entsprechend war, ihre Teleskope aufgebaut. Insgesamt stehen hier derzeit 6 Teleskope und entsprechend viele Leute sind dabei. Also nicht nur 6, sondern sind einige mit Ehepartnern dabei und einige mit Freunden und Bekannten. Und ich sitze hier mit Philipp, der wird sich gleich noch vorstellen. Und wir sitzen hier gemeinsam gerade an seinem Teleskop. Und haben schon erste spannende Objekte gesehen. Ein Komet war schon dabei, da kann Philipp gleich noch was dazu erzählen. Und Nebel gucken wir uns auch gerade aktuell an. Aber wir wollen euch erstmal abholen in die heutige Folge, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung davon habt, wie das gerade aussieht, wo wir hier sitzen. Aber vielleicht noch erstmal so als Hintergrundinformation. Wir werden also in Zukunft euch mitnehmen wollen ins Vereinsleben. Das ist heute ein erster Versuch und werden von euch natürlich auch gerne Feedback, wie euch das Ganze gefällt. Das könnt ihr entweder bei Spotify machen, da gibt es ein sogenanntes Q&A, das könnt ihr ausfüllen, dort könnt ihr uns ein Feedback geben oder ihr könnt uns natürlich auch wie immer an unsere E-Mail-Adresse schreiben. Das wäre also podcast@sternwarte-sankt-andreasberg.de. Und dann lasst uns doch wissen, wie euch das gefällt, wenn wir euch in solche Live-Situationen mitnehmen. Und ihr könnt uns auch gerne eure Wünsche mitteilen, wenn ihr vielleicht noch ganz spezielle Folgen gerne hättet. So ein bisschen auch in Anlehnung an das, was man vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Oder vielleicht möchtet ihr auch noch mehr von dem hören, was wir jetzt hier so live draußen im Harz, in der freien Natur erleben, um dann vielleicht uns selbst zu besuchen und einmal an so einem Astroabend teilzunehmen und dann selber durch die Teleskope, die dann hier so abends stehen, einen Blick zu werfen oder auch auf den einen oder anderen Monitor, der hier steht. Denn wir haben hier sehr unterschiedliche Geräte stehen. Ja, vielleicht ein bisschen zur Situation, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wir werden natürlich wieder bei YouTube und auch bei Spotify ein Video einstellen, wo es dann auch Fotos zu sehen gibt. Also wir sitzen draußen bei der Sternwarte auf dem Gelände, auf dem die 5 Säulen stehen, die wir euch auch schon in der ersten Folge vorgestellt haben. Also der Platz, den man auch aus dem Weltall sehen kann und wo daneben mehrere Teleskope montiert werden können. Wir haben heute aber insgesamt sogar 6 Teleskope stehen und gar nicht alle Säulen in Betrieb. Und
ja, hier werden schon eifrig Sterne, Nebel und Galaxien beobachtet und ein Komet war auch schon heute dabei. Neben mir sitzt der Philipp, mit dem habe ich mich heute verabredet. Und ja, Philipp, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor und erzählst ein bisschen, wie bist du eigentlich überhaupt zur Astronomie gekommen und dazu, hier in der Sternwarte mitzumachen. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Philipp. Ich bin jetzt in der Sternwarte Mitglied seit 3, 4 Jahren. Und zur Astronomie gekommen bin ich immer wieder mal, würde ich ehrlich gesagt sagen. Ich weiß, dass mein Vater damals, als ich klein war, ein Teleskop hatte, wo wir immer wieder durchgeschaut haben und jetzt den Mond angeschaut haben und Jupiter und Saturn. Und als Kind war das ganz faszinierend. Dann habe ich das, glaube ich, lange nicht gemacht. Ich habe aber gemerkt, dass ich in meinen Urlauben, wenn ich irgendwo gewesen bin, irgendwie ständig doch mal wieder nachts aufgestanden bin und die Kamera rausgestellt und habe den Sternenhimmel fotografiert. Einfach so ein paar Bilder und habe immer wieder gedacht, wie schön das ist. Und wenn man auch irgendwo in Bereiche kommt, wo es nicht so viel Lichtverschmutzung gibt und man sich die Milchstraße anschauen kann und dann das auch ein bisschen mit Fotografie festhalten konnte, das fand ich immer toll. Und ich habe dann gemerkt, als ich meine Kinder gekriegt habe mit meiner Frau, dass ich ein Hobby brauche, was ich nachts machen kann, weil tagsüber war die Zeit weg. Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das wäre doch ein guter Moment, wieder mit der Astronomie anzufangen. Und da habe ich mir die Kamera von meiner Frau geschnappt. Die hat ein schönes, lichtstarkes Teleobjektiv gehabt. Und den habe ich die erstmal nur so auf ein Stativ draufgestellt und immer wieder hochfotografiert. Und dann hinterher versucht, die Bilder in so verschiedenen Programmen so aufeinander zu legen, dass die ein bisschen besser wurden. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann kam Corona und habe gesagt, jetzt wäre eigentlich nochmal ein guter Moment, mit dem Equipment so ein bisschen zu schauen. Dann habe ich erst mit kleinen versucht, so eine kleine Kameranachführung zu besorgen. Da baut man die Kamera auf ein kleines Gerät, was im Prinzip beim Aufnehmen die Erdrotation genau kompensiert, dass die Sterne im Bild immer an der gleichen Stelle bleiben. Das war ganz einfach, aber es hat toll funktioniert. Und ich habe mein erstes richtig schönes Astrofoto hingekriegt. Das war der Elefantenrüstennebel, den man im Winter immer schön weit oben sehen kann. Die musste ich immer stundenlang suchen, um die Kamera auf die richtige Stelle zu bringen. Da war nichts mit Automatik oder so. Ich wollte gerade sagen, das ist auch für einen Anfänger ein ziemlich schwieriges Objekt für einen Anfang, ne? Ja, es gibt auch einen sehr schnellen Stern da drin. Das ist der Granatstern. Den kann man immer schön suchen. Und da muss man sich nur überlegen, wie man die Kamera hinstellen muss, dass man ungefähr die gleiche Stelle wieder zickt. Und das habe ich dann über ein paar Tage immer wieder die Nächte genutzt, um davon ein Foto zu machen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also jetzt bin ich wieder angefixt. Mir habe ich das immer wieder versucht. Und dann irgendwann war da eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, dann kaufe ich mir doch ein Teleskop und mache das zum fleißigeren Hobby. Und das war auch der Moment, wo ich tatsächlich mit einem Freund mich drüber unterhalten habe, den ich früher auf der Arbeit immer schon wieder getroffen habe. Und witzigerweise wohnen wir jetzt wieder im gleichen Ort. Und der meinte, er ist in St. Andreasberg in der Sternwarte. Das wäre total nette Truppe. Und man könnte hier wirklich auf gemeinschaftlich austauschen und dann mal sich gemeinsam Astroabende machen. Du hast gesagt, bei dir hat es in der Kindheit angefangen. Also war mir ganz ähnlich. Ich wollte ursprünglich immer Tierfotograf werden. Also mein ganz großes Vorbild war immer Heinz Sehlmann. Genau. Da habe ich doch gar nicht an Sterne gedacht, dass ich die fotografieren wollte. Sondern ich habe damals in der Jugend 2 Bücher gelesen. Ein ganz wichtiges war für mich von Heimer von Ditfurth. Das war Kinder des Weltalls und das hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Ich habe es wirklich verschlungen und auch gleich mehrfach gelesen. Und da gibt es noch mehrere Bücher von ihm. Am Anfang war der Wasserstoff ist so ein ganz berühmtes. Ja, stimmt. Das habe ich auch gelesen. Genau. Und damit war ich eigentlich schon so, muss im Alter von 14, 15 Jahren gewesen sein, der Astronomie komplett erlegen eigentlich. Habe dann aber trotzdem eine andere Kurve genommen und bin eher in die Biologie gegangen, was vielleicht auch dazu passte, dass ich eigentlich mal Tierfotograf werden wollte. Und dann hat aber dieses Hobby gar nicht angefangen. Wahrscheinlich, weil das war ja auch so in den 80er Jahren, da wäre auch die Technik noch eine ganz andere gewesen. Also das hat dann eigentlich viele Jahre bei mir geschlummert und dann vor
ja, vielleicht 10 Jahren oder so, habe ich zum ersten Mal bemerkt, was im Internet für unglaublich viele Bilder auftauchen von Leuten, die aus ihrem Garten heraus unglaubliche Astrofotografien gemacht haben. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Das sieht ja aus wie Bilder, die man sonst eigentlich eher von der NASA oder der ESA kennt. Und dann war aber ganz klar, nein, das hat hier jemand gerade aus seinem kleinen Vorstadtgarten gemacht. Und davon war ich völlig fasziniert und habe dann gesagt, nee, jetzt muss ich zumindest mal gucken, wie man sowas macht. Das scheint ja irgendwie möglich zu sein. Und dann bin ich ja losgezogen, habe mir das einfach nur angeschaut, was es bei verschiedenen Leuten gibt. Und dann habe ich mir so, ja, vielleicht vor 5 Jahren mein erstes Teleskop gekauft, also gar nicht zum Fotografieren, sondern so ein einfaches Dobson von Kleinanzeigen irgendwo gebraucht, gekauft und das erste Mal durchgeguckt. Und ja, dann auch ganz ähnliche Erfahrungen. Bei mir war es der Saturn, den habe ich zum ersten Mal gesehen und war völlig fasziniert, dass ich da durchgucke und kann wirklich die Ringe und auch die Strukturen in den Ringen erkennen. Und da gedacht, so, das muss ich jetzt auch mit dem Foto noch festhalten. Und natürlich dann mit dem Handy über dem Okular gesessen und versucht mit einem Dobson, dass ich mit der Hand nachgeführt habe, Handy oben drauf und versucht und tatsächlich irgendwo mal so ein 3-Sekunden-Video davon geschossen. Das hat dann funktioniert. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt brauchst du was Richtiges. Genau. Und dann war ich auf der Suche nach Rat von Leuten, was kauft man jetzt Richtiges? Wie? Und das war dann auch mein Kontakt hier zur Sternwarte. Und da habe ich dann auch viele Tipps bekommen. Und die sind dann auch damit eingeflossen, dass ich mir dann tatsächlich mein erstes Teleskop gekauft habe. Ja. Und so bin ich jetzt auch seit, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile in der Sternwarte. Das war das Stadt, glaube ich, dieses St. Andreasberger Teleskoptreffen. Das ist ja hier sehr berühmt und bekannt. Und das war dann, glaube ich, mein erster Kontakt vor 2 oder 3 Jahren. Genau. Ja, sehr schön. Wir haben ja auch immer wieder Astroabende hier an der Sternwarte, so wir dann auch Teleskope für die Besucher aufbauen. Ich habe letztens wieder bei einem Abend einfach ein Teleskop betreut, wo wir nur Saturn und Jupiter gezeigt haben. Und da waren ganz viele Leute, ich habe bestimmt 100 oder 150 Leute, die das zeigt. Und das ist, jeder von den Leuten steigt runter und denkt erstmal, wow. Also ist, ja, man sieht es den Leuten wirklich an. Glücklich, dass die so glücklich sind, wenn die jeder sagt, das ist doch total cool. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das gerade gesehen habe. Und dann sehen so die Gedanken los. Das ist ja da hinten und das ist riesig. Und dann sind wir so klein und wir düsen hier gemeinsam durch den Weltraum. Ja. Also das ist schon, also jedes Mal, wenn man so einen Astroabend gemacht hat und die Leute da einfach durchschauen konnten und verschiedene Dinge sehen, ob es jetzt der Ringnebel ist oder Saturn ist oder einfach auch nur mal die Plejaden ein bisschen größer anschauen konnte, das ist total toll. Ja. Ich finde, man sieht das auch immer in den Gesichtern der Leute. Man merkt seine Nachdenklichkeit, die dann plötzlich einsetzt. Und dann so ganz langsam kommen die Fragen und die werden immer mehr. Und dann merkt man, hat da gerade wirklich so ein Feuer angezündet. Das ist schon wirklich ein Erlebnis, da zum ersten Mal durchzugucken. Ja, genau. Das macht dann auch immer Freude, wenn man solche Gäste hat. Also ich habe das beim letzten Stadt erlebt, wo dann wirklich Leute ganz, auch Kinder waren da gerade dabei, die waren völlig fasziniert. Und ich glaube, da mussten die Eltern hinterher auch ein Teleskop kaufen oder so. Ja. Da sind die, glaube ich, nicht mehr rausgekommen aus der Nummer. Ja, das kann passieren. Ja, aber hübsch kalt ist es. Das ist halt so ein bisschen der Haken. Das ist halt wirklich ein Naturhobby. Also du sitzt ja in einem guten Anzug hier. Du hast einen Spezialanzug. Ja, ich habe mir tatsächlich einen Gefrierhausanzug gekauft. Das ist eigentlich natürlich nichts für Astro, aber es gibt Menschen, die haben einen Beruf, wo die bei minus 20 Grad im Gefrierhaus kommissionieren, also Ware abpacken oder auch portionieren müssen. Und die müssen ja bei minus 20 Grad auch ganz gut klarkommen. Und diese Anzüge, die kann man im Fachbedarf kaufen. Und damit kann man es die ganze Nacht wunderbar in einen Stuhl setzen und nach oben schauen. Und da muss man nur noch gucken, dass die Füße warm sind und die Ohren warm sind. Und dann kann man den Abend genießen. Ja, und ich glaube, das ist eine ziemlich weise Entscheidung, denn ich habe so einen Anzug nicht. Ich wusste ja schon, dass es kalt wird und wir erzählen ja auch unserem Podcast immer, dass wenn die Leute zu uns kommen, dass sie sich davon darauf einrichten sollen, dass sie sich 10 Grad Celsius Wärme anziehen. Kälte. Oder ja, also dass es kälter ist, aber dass sie sich wärmer anziehen, als das Thermometer gerade sagt. Mhm. Und ich habe das jetzt natürlich beherzigt und sitze hier mit Skiunterwäsche unter anderem. Dann, ich glaube, 2 Hosen übereinander, also eine Sporthose und noch was oben drüber. Und es ist immer noch kalt. Also es ist natürlich Anfang März und wir sitzen hier wirklich direkt an der Grenze zum Nationalpark vom Harz und sternklarer Himmel. Ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Thermometer, aber unter 0 Grad dürften wir im Augenblick schon sein. Und wenn man natürlich dann hier auch so ein bisschen passiv sitzt, dann kommt die Kälte natürlich so ein bisschen angekribbelt. Also das ist noch was, da werde ich dran investieren, mir so einen Kühlhausanzug zu holen. Ja, also das war aber was, wo ich
mir früh hier einen Tipp geholt habe bei den Astroabenden, dann hat man weniger an, kann sich besser bewegen und stirbt auch noch weniger. Ja, glaube ich, eine weise Entscheidung. Ansonsten hilft dann eben nur der Tee nebenbei. Ja, genau. Ich glaube, von dem gönne ich mir jetzt auch erst nochmal einen Schluck. Also wir sollten hier sowieso kriegen, dass wir immer genug zu trinken haben. In Schokolade braucht man ja auch für so Kartes. Genau, ich hab Pralinen dabei. Sehr gut. Ja. Und vorhin gab es ja auch schon Grillwürstchen. Also auch das gehört natürlich immer bei uns zu so einem Astroabend dazu, dass hier kräftig gegrillt wird. Es war vorhin schon die Ankündigung, dass nachher, ich weiß nicht wann, vielleicht gegen Mitternacht noch ein zweites Mal gegrillt wird. Genau, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Genau, also der kulinarische Faktor ist halt rustikal, aber nicht zu verachten. Also verhungern tut hier nie. Brötchen, wir haben genau. Vegetarische und nicht vegetarische Würstchen. Genau. Sind Ketchup, also alle wichtigen Dinge sind da, bis Getränke. Komm, wenn du den Abend sehr gut überstehst. Finde ich auch, es hat was sehr Gemütliches. Ja, wir gucken jetzt hier gerade, wie wir sitzen, total schön auf den Orion. Der steht hier und leuchtet ganz klar direkt vor uns. Das ist total schöne Struktur. Du hast ja auch schon im Podcast davon erzählt. Ja. Das ganze Sternbild ist so faszinierend, weil so viel drum und los ist. Man auch ganz viel mit dem Teleskop immer wieder anschauen kann. Rechts davon ist so der Hexenkopfnebel und links davon ist noch der Flammennebel und der Pferdekopfnebel. Und es gibt ganz tolle andere Strukturen. Es gibt eine, die würde ich gerne mal fotografieren. Das ist wie so ein Dunkelnebel, der in Form von einer Brücke ist und dahinter leuchtet das so rot-orange knistern. Was finde ich, ist ein total spannendes Bild, das würde ich gerne nochmal aufnehmen. Das ist auch nochmal was, wenn ich hier wieder im Harz bin, dann habe ich so einen schönen klaren Himmel, dann würde ich das hier nochmal probieren. Ja. Wie war der Name? Hexenkopfnebel? Der ist rechts davon. Das ist ja so wie so ein grauer, weißer Schleier vor dem Hintergrund. Ja. Und ich meine, das links davon, ich habe den Namen davon, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, M78 ist die Messier-Nummer, wenn ich das richtig erinnere. Kann aber auch falsch sein. Es gibt so viele Nummern. Es gibt ganz viele Menschen, die den Himmel katalogisiert haben und alle haben sich überlegt, ich gebe dem eine Nummer, es gibt die Messier-Nummern, es gibt die Sharpless-Nummern, es gibt die anderen Wert-Nummern, es gibt alles Mögliche. Aber zumindest bringen die ein System ein, wenn man Dinge wieder auf den Niveau. Und das ist schon mal ganz blöd. Ja, vorhin hatten wir schon Glück, als wir gerade das Teleskop fertig aufgebaut haben. Wenn man so einen Teleskopabend beginnt, dann stellt man ja erstmal das Teleskop hin. Dann richtet man das erstmal genau nach Norden aus. Es gibt schon den Nordstern. Wie kann man auch ganz schön finden, wenn man den großen Waden kennt. Dann ist ganz vorne die Deichsel. Wenn man die fünfmal nach oben verlängert, dann kommt man beim Nordstern raus. Genau da ist neben quasi ist da so eine Stelle, wo sich der ganze Himmel einmal drum dreht. Und da muss man das Teleskop einmal drauf ausrichten zu Beginn, damit das Teleskop weiß, wo es im Himmel steht und das alles gut funktioniert. Als wir das gerade fertig haben, konnten wir noch ein paar Bilder von dem Kometen 12P machen. Der war relativ flach am Himmel, noch just über unserem Gebäude. Und ich glaube, ich wollte 60 Fotos machen und nach 45 war er dann dahinter gerade untergegangen. Also es reift noch um, glaube ich, ein schönes Bild auch davon zu machen. Der kommt alle 70 Jahre oder so, kommt der wieder. Ja. Das war schon, dass wir ihn noch kurz erwischt haben. Das ist ein echtes Lifetime-Event. Ja, das passt auch im Timing, was aber ganz gut jetzt. Mitte April, so um den 21. April rum, ist der sonnennächste Punkt, der Perihel von dem Kometen. Also da wird er immer stärker angestrahlt von der Sonne und der Schweif leuchtet auch immer stärker. Ja. Dann kann man ihn fast mit dem Auge sehen. Aber mit dem Fernglas könnte man schon abends den schön entdecken. Der steht relativ klar am Himmel zurzeit. Aber den könnte man auch dann sehen. Und dann wird er leider auf der Nordhalbkugel schlechter zu sehen sein. Aber den könnte man dann nochmal versuchen, auch für jeden, der Interesse hat, einfach im April abends mal hochzuschauen, da hat man mit einem kleinen Fernglas auch schon gute Chancen, selber mal einen Kometen zu sehen. Ja, das ist ja nur wahrlich nicht alltäglich, dass die so gut stehen. Genau, ich kann mich noch erinnern, als Kind habe ich auch mit meinem Vater zusammen den Hallischen Kometen angefickt. Oh ja. Das war natürlich auch so, ich weiß noch genau, das war so wie Neil Weiss, der jetzt auch wahrscheinlich viele vor ein paar Jahren angeschaut haben, dieses gleiche Gefühl, man guckt abends in den Himmel und sieht einfach einen Punkt und so ein riesengroßes V oben drüber als Schweif. Das ist total faszinierend. Was ich auch erstmal lernen musste, ist, warum hat ein Komet eigentlich zwei Schweife? Macht der vom Kopf her gar keinen Sinn? Nee, genau. Das
Das habe ich übrigens tatsächlich erst vor ein paar Jahren gelernt. Das war mir gar nicht bewusst. Also ich könnte das so wie die meisten, die immer sagen, man sieht diesen einen, dass es zwei sind. Das, ja, so vor 5 Jahren, als ich dann etwas tiefer eingestiegen bin, das mitbekommen und dann auch zum ersten Mal überhaupt gesehen, dass es tatsächlich zwei sind. Genau, der Ionenschweif. Ja, der Ionenschweif geht direkt von der Sonne weggepustet. Wie das andere ist der Staubschweif, den es hinter sich her schleift. Genau. Und je nachdem, wie der Winkel ist, kann man wirklich beide auch schön sehen. Das macht man mal die Fotos sehr faszinierend, wenn man da versucht, ein Bild von zu machen. Yes. Ja, mal gucken. Und ich glaube, 2061 oder so kommt der Hallesche Komet nochmal wieder. Also den kann ich nochmal schaffen. Ja, schaffe ich das? Theoretisch ja, mal schauen. Mal gucken, was die Augen dann machen. Also ich bin vielleicht dann noch fit, aber ob ich den auch noch sehen kann, das werden wir dann feststellen. Für heute Abend habe ich mir mit dem Teleskop vorgenommen, den Rosettennebel aufzunehmen. Wenn man den mit dem Auge sehen könnte, wäre das ein Nebel, der ist größer als der Vollmond. Oh, das ist ordentlich groß, ja. Ja, der ist so ein bisschen oberhalb von der rechten Schulter oder von meinem, also von dem orange leuchtenden Stern Betelgeuse von Orion, so ein bisschen nach links oben schaut, da ist wäre der und der wäre größer als der Vollmond, wenn man den mit dem Auge wirklich sehen könnte. Das ist aber wirklich eine große Struktur. Was für eine Art von Nebel ist das? Das ist ein Staubnebel und ein Emissionsnebel. Durch das Anstrahlen wird bei uns Licht in verschiedene Wellenlängen zu uns gesendet. Es gibt Licht in der Wasserstoffwellenlänge und es gibt Licht in der Sauerstoffwellenlänge zum Beispiel und in der Schwefelwellenlänge. Die leuchten sozusagen nur auf ganz, ganz spezifischen Teilen vom Lichtspektrum. Und wenn man das mit der Kamera wieder rausfängt, dann kann man den Teil sehen und hinterher ein Foto in Rot für Wasserstoff, in Blau für den Sauerstoff und auch nochmal ein anderes Rot für Schwefel machen. Und dann kann man sich hinterher ein Farbbild dadurch zusammensetzen und die verschiedenen Orte dieser Gase in dem Nebel auf sich drauf holen. Man kann sonst ganz normales Farbfoto machen, wie man auch sonst ein Farbfoto machen würde. Heute Abend mache ich eine Farbaufnahme, wo ich versuche, mit einem Filter trotzdem einen Schwerpunkt auf den Sauerstoff und auf den Wasserstoff zu legen. Und wenn die Zeit noch reicht und es noch hell genug am Himmel steht, würde ich noch versuchen, mit ein bisschen Schwefel hinterher zu gehen, dass ich auch noch mal ein bisschen Schwefellicht bekomme. Dann kann man hinterher ein dreifarbiges Bild zusammenbauen und dann kann man auch sehen, wo diese verschiedenen Gase in diesem Nebel sind. Und damit so oder sie auch eine Vorstellung davon haben, wie dieser Nebel aussieht, der Rosettennebel sieht so ein bisschen so aus, als wenn man von oben auf eine Rose drauf schaut. Das ist so ein großer Regen mit einem Loch in der Mitte. Und allein schon dieses Loch, das hat eine Größe von 30 Lichtjahren. Und der ganze Regen hat einen Durchmesser von 100 Lichtjahren. Das ist eine riesig große Struktur. Ja. Und das Schöne ist, wir können die von hier aus sehen. Und wenn ich jetzt aber in so ein Raumschiff fliege, weil ich würde hinfliegen, ja, und ich wäre genau da, wo dieser Nebel ist, dann würde ich gar nichts sehen. Ja. Weil das ist so verdünnt, dass man einfach rundherum schauen würde und es gar nicht mitbekommt, sondern weil wir weit genug weg sind und davon genug angeregt wird, zu uns zu leuchten, können wir das so schön sehen. Das ist eine ganz tolle blütenförmige Struktur. Und ich habe mir ein kleines Detail davon rausgesucht, was ich heute Abend verwirklichen möchte zur Fotografie. Okay, aber ich glaube, du musst jetzt noch mal eins erklären, weil es gibt, glaube ich, ganz viele, die sind spätestens im Physik- und Chemie-Grundkurs ausgestiegen. Was hat es denn mit dem Schwefel und Wasserstoff und den Farben auf sich, die du eben erwähnt hast? Also die Gase haben eine Anregung. Also Gase können angeregt werden, wenn sie mit viel Energie versorgt werden. Und dann fangen sie an zu leuchten. Aber die leuchten nicht wie eine Glühlampe bei uns auf der Erde in allen Farben, sondern dadurch, dass die chemische Struktur und die physikalischen Eigenschaften des Gases es vorgeben, wie die leuchten, leuchten die nur in einem ganz schmalen Lichtbereich. Und der Wasserstoff zum Beispiel leuchtet in einem ganz schmalen roten Bereich und der Schwefel auch in einem anderen roten Bereich und der Sauerstoff leuchtet in einem kleinen blauen Bereich. Das sind sehr spezifische Farben und dafür kann man dann wieder ganz tolle Filter bauen für Kameras, die nur diesen einen ganz, ganz schmalen Lichtbereich auch durchlassen. Und das hilft uns auch, weil wir dann ganz viel von der Lichtverschmutzung, die ja immer mehr wird auf der Erde, leider wegnehmen können und trotzdem noch ein tolles Bild bekommen. Was an diesem Rosettennebel noch schön ist, der hat halt ganz, ganz viele Details. Es sind noch dunkle Staubnebel davor. Die ziehen sich wie so Bänder davor her. Das ist einfach ästhetisch schön und gleichzeitig auch faszinierend, wenn man sich überlegt, wie das Ganze im Weltraum auch so zustande gekommen ist.
Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deinem Teleskop erzählen. Also man hört ja schon, dass du ein ziemlicher Experte bist und eben sogar hier mit die einzelnen Elemente sozusagen in deinen Fotos herausarbeitest. Ja, vielleicht beschreibst du erstmal, was wir sehen können, was direkt vor uns steht. Ja, das kann ich gerne machen. Also Experte würde ich mich nicht nennen. Ich bin einfach auch genau wie du ein paar Jahre im Hobby und man arbeitet sich so ein bisschen ran. Und ich glaube, wenn man sich etwas näher befasst, lernt man die Sachen ja auch mal besser kennen. Ich habe jetzt ein Teleskop stehen auf einem Dreibein, wie so ein klassisches Stativ. Guck, hier wäre jetzt auch eine schöne feste Säule. Die nehmen Astronomen normalerweise gerne oder Astrofotografen, weil die mit einem großen Betonklotz im Boden verankert sind und gar nicht so richtig wackeln. Das kann einem bei so einem kleinen Dreibein mal wieder passieren, wenn wir jetzt hier kräftig langjaufen, dass dann so ein bisschen Schwingungen auch in die Aufnahme reinkommen und dann irgendwie so ein Stern doch ein bisschen anfängt zu verwackeln. Aber dafür war das heute schnell und schön aufzubauen. Auf dem Dreibein ist die Montierung. Das ist das Gerät, wo das Teleskop selber draufgeklemmt wird und wo die Astronomen oft ähnlich viel Geld für ausgeben wie für das Teleskop selbst. Weil da geht es um sehr viel Präzision. Das muss mechanisch das Teleskop so drehen, dass die Erdrotation genau kompensiert wird und der Himmel und dass jeder einzelne Stern im Bild genau an der gleichen Stelle bleiben aus Sicht des Teleskops. Und so können wir dann auch sehr lange Aufnahmen machen, 3, 5 oder 10 oder 15 oder 20 Minuten, ohne dass der Stern im Bild wandert und der bleibt immer an exakt der gleichen Stelle. Und dadurch kann man auch sehr viele feine Details in den Bildern rausbekommen, die sonst gar nicht so schön zu sehen wären. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine typische Anfängerfalle, dass man denkt, das Teleskop wäre unbedingt das Teure. Und das ist ja gerade bei Anfängerteleskopen nicht der Fall. Die bekommt man ja gebraucht für wenige 100 Euro. Selbst neue kriegt man ja für 350, 400 Euro, kriegt man wirklich ordentliches, gutes Newton-Teleskop. Aber das Teure ist tatsächlich die Mechanik, die die Erdrotation ausgleichen soll. Zumindest dann, wenn man Fotos machen will. Wenn man nur einfach erstmal so gucken will, dann ist man mit, ja, weiß nicht, 250, vielleicht sogar mit 150 Euro dabei. Viel mehr muss man da gar nicht ausgeben. Ich glaube, zum Auge kann man günstig starten. Das wäre egal. Wenn ich jetzt mit dem Auge starten wollte, dann würde ich so machen wie du. Ich würde mir ein Doppel nehmen. Das ist im Prinzip wie eine große Tonne, wo man von oben reinschaut und dann kann man auch nach oben wieder rausgucken und damit die Sterne. Dann hat man für wenig Geld eine sehr, sehr große Öffnung und ein tolles Bild von den Sternen. Genau. Wenn man jetzt mit einem Teleskop das Ganze machen möchte, da hat man immer verschiedene Schwierigkeiten dabei, weil das Teleskop natürlich auch schnell groß und schwer werden würde. Gleichzeitig muss man versuchen, das auf sein Dreibein und seine Montierung obendrauf schneiden zu können. Ja. Und da gibt es so verschiedene Grundstrukturen. Das Dobson hattest du vorhin schon erwähnt. Dann gibt es die Newton-Teleskope. Das ist einfach eine Röhre, wo am Ende ein Spiegel sitzt, wo nur über Spiegel und ohne Linsen das Bild bis in die Kamera reflektiert wird. Das nehmen viele Leute gerne, weil es dann die Linsenfehler nicht geben kann. Das gibt also sonst immer die Schwierigkeiten, dass die Farben unterschiedlich stark in den Linsen gebrochen werden. Und man hinterher schon einen Punkt vielleicht 2, 3 farbige Fotos auf seinem Foto hätte. Ja. Das kann man so vermeiden. Dann gibt es die Linse, so wie da eine Fotografielinse aussehen würde, einen Refraktor, wenn man das als Teleskop betrachtet. Die sind sehr schwer, aber dafür bieten die wunderschöne, ganz kleine, harte Sterne. Das ist total faszinierend aus, aber da wird es auch schnell teuer. Ja. Und ich habe mich bei meinem Teleskop für einen Kompromiss entschieden, der aber auch einen Vorteil mit sich bringt. Das Teleskop ist kompakt. Ich habe mich für ein Schmidt-Cassegrain-Teleskop entschieden. Das ist eine Mischung, das ist ein Linsen- und ein Spiegelteleskop. Das Licht fällt vorne rein, wird hinten gespiegelt, geht vorne in einen kleinen Spiegel rein und dann durch eine Linse hinten raus. Also das Ding hat eine Größe jetzt von gut 20 cm Durchmesser und eine Länge von vielleicht 40 cm. Und trotzdem ist auf diesem kurzen Stück 2 Meter Brennweite. Also wenn man das nur mit einem Spiegelteleskop machen müsste, dann müsste das eben ja fast ja nicht 2 Meter lange Tonne müsste es nicht sein. Es geht ja nur um die Brennweite, aber trotzdem, es wäre dann, also ich habe ja auch 1000 mm Brennweite, das ist bestimmt 1,50 Meter lang oder sowas. Also gar kein Vergleich. Wenn man jetzt ein Linsenteleskop hätte, dann wäre es 2 Meter lang tatsächlich. Ja. Das kann man an der Stelle jetzt zum Glück nicht. Dadurch ist es klein, es passt ins Auto, ich kann es gut mitnehmen und kann es überall aufstellen. Und gleichzeitig hat es eine große Öffnung, sodass ich viel Licht bekommen kann. Je größer die Öffnung, desto kleiner werden die Sterne in den Bildern und desto feiner kann ich auch die Details ausarbeiten. Also dieses Teleskop selber sitzt auf der Montierung, dreht sich jetzt gerade wunderbar mit dem Himmel mit. Und hinten am Teleskop sitzen 2 verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich die Kamera, mit der wir das Bild aufnehmen.
Da könnte jetzt jeder, der anfangen möchte, einfach eine ganz normale Kamera erstmal hinlegen. Und man bekommt schon ein unglaublich tolles Bild. Man denkt oft, ich muss alles sofort kaufen. Und das ist nicht richtig. Also nee, genau. Mein Gefühl wäre, wenn ich mich entschieden habe, ich möchte fotografieren und ich möchte es gerne nach und nach aufbauen, dann würde ich erstmal anfangen mit einer Montierung, wo ich sagen würde, die kann 20, 25 Kilo tragen. Und die wird mir die nächsten 30, 40 Jahre übrigens tun. Ja. Und dann fange ich mit einem Teleskop an, was ich bezahlen kann und sage, das macht mir Spaß. Und das ist nicht so schwer, dass ich es nicht durch die Gegend trage. Weil das Wichtigste beim Teleskop ist, glaube ich, dass man Spaß hat, das aufzubauen, dass man es regelmäßig tut. Genau. Wenn man sich irgendwas gigantisch Teures oder Schweres holt und man stellt das zweimal im Jahr hin, dann hat man da kein Hobby, wo man keine Freude hat. Und man sollte genau etwas machen, wo man immer wieder sagt, das kann ich tragen vom Gewicht her, das kann ich mitnehmen und ich kann es auch mal im Urlaub mitnehmen, wo ich auch mal weiß, ich habe Zeit und kann mir abends dann einen schönen Abend machen. Das funktioniert gut. Und hinten dran die Kamera, das ist genauso. Die vielen Leute haben vielleicht noch eine Kamera zu Hause, eine Spiegelreflexkamera, die kann man erstmal wunderbar benutzen. Ja. Und damit kriegt man ein ganz, ganz tolles Farbbild, zum Beispiel vom Orionnebel, der sieht super gut aus. Und das zweite Gerät, was auf dem Teleskop draufsetzt, das ist eine Guide-Kamera nennt man das. Das Guiden ist Englisch, heißt Leiten, Lenken. Das ist eine Kamera, die filmt einen zweiten Stern, irgendeinen Stern, der in meinem Kamerabild mit drin wäre und schaut nach, ob der sich nicht doch ein bisschen bewegt. Und notfalls sagt der den Montierung, da fängt ein Stern an zu wandern, bitte noch hier oder da ein bisschen nachjustieren, damit er wirklich genau an der gleichen Stelle bleibt. Weil wenn die Brennweite jetzt so groß ist, in dem Fall sind es jetzt 1,4 Meter, die ich eingestellt habe, dann sieht man schon, dass auch kleine Veränderungen dazu führen, dass die Sterne dann strichförmig werden statt punktförmig. Und da hilft einfach dann so eine zweite Kamera, die dem ganzen System genau sagt, hier noch ein bisschen nach da, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer drehen, damit das auch auf der Stelle drauf bleibt. Genau. Also halt mal fest, es gibt ein großes Dreibein, auf dem steht die Montierung. Da sind übrigens noch zwei Gewichte dran. Die sehen fast aus wie so aus einem Fitnessstudio. Die gleichen das Ganze aus, weil das ist ja ein großer Hebelarm. Also das Teleskop wiegt ja was und da muss jetzt auf der anderen Seite was sein, dass das ausgleicht. Und dann sind eben zwei Kameras am Teleskop dran. Das eine ist die, mit der du die eigentlichen Fotos machst. Und die andere ist eben dann die Guide-Kamera, die du eben beschrieben hast, die dann dafür sorgt, dass ja wirklich der Stern exakt genau getroffen wird und das, was du fotografieren willst, auch immer genau im Bild bleibt. Ja. Und das stimmt, die Gegengewichte, die sind wie Fitness. Nur zwei Stück in einer Packung, das sind dann 10 Kilo, da hat man schon gleich 20 Kilo in der Hand, wenn man durch die Gegend geht. Das merkt man dann gleich. Aber dann sieht man dann, also das Ganze wiegt wahrscheinlich ja schon 30, 40 Kilo, wie es da steht. Und aber das kann man sich da eingelaufen. Genau, aber das kann man auch eben gerade so mitnehmen in Urlaub. Und das gerade im Urlaub hat man ja meistens die Möglichkeit, eher eine schönere Nachthimmel zu haben. Also je nachdem, wo man seinen Urlaub verbringt. Und manche Leute fahren ja in die Berge. Dort hat man ja meistens immer fantastische Nachthimmel, auch im Sommer oder eben ans Meer. Das sind ja immer so typische Orte, wo man wenig Lichtverschmutzung hat. Und ja, das ist natürlich dann toll, wenn man eben sein Hobby mitnehmen kann in den Urlaub. Ja, ich bin auch ganz froh, es passt bei uns. Wir haben jetzt einen Charan als Auto. Wir haben es tatsächlich bis jetzt immer wieder auch zum Leiten der Familie geschafft, sowohl die ganze Astro-Ausrüstung, die Urlaubsklamotten, die Fahrräder der Kinder, alles ins Auto zu kriegen, wenn man es in den Kofferraum tut. Das ist vielleicht auch noch was ganz Wichtiges. Wir haben das vorhin schon mal ganz kurz so nebenbei erwähnt. Also das muss man nochmal klar machen, so ein Foto entsteht natürlich nicht wie mit einem Fotoapparat, wo man so auslöst und dann ist das ja in einer 60. Sekunde oder sowas gemacht, sondern hier dauert eben, du hast glaube ich vorhin auch mit erwähnt, ein Einzelbild mehrere Minuten. Also das heißt, für so ein Einzelbild kann schon mal 3 Minuten, 5 Minuten oder je nachdem, wie man mit bestimmten Filtern arbeitet, auch mal 15 Minuten dauern. Und davon sammelt man aber nicht ein Bild, sondern eben 30, 40, 50 Bilder und muss die nachher dann übereinander legen sozusagen. Also ja, sehr bildlich gesprochen, als würde man lauter Dias sammeln und die übereinander legen und die ergeben dann eher nicht erst das fertige Bild hinterher. Ja, der Begriff dafür heißt Stacking, das heißt genau. Stapeln. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass wenn man das Bild immer wieder aufeinander legt und an den Stellen, weil die Sterne sich ja nicht bewegen, ist immer wieder der Stern an der gleichen Stelle und dann wird das Signal an der Stelle stärker. Und dazwischen, wo das Rauschen vom Hintergrund des Himmels ist, ja, ist immer wieder zufälliges Rauschen. Und dann ist es mal
in der einen Richtung und mal in der anderen Richtung und dadurch kompensiert sich das immer wieder aus. Und je besser man die aufeinander stapelt, desto weniger Graustil bleibt hinterher als Signal über und desto stärker sind die Dinger, die man sehen möchte, auch zu sehen. Ja. Und auf dem Wege kann man hinterher auch die Bilder dann richtig toll rausholen. Aber man braucht in der Regel 20 oder 30, damit überhaupt das Rauschen richtig runtergeht. Und für schöne Aufnahmen, je nachdem, mit meinem Teleskop mache ich gerne irgendwie 10 Stunden oder 12 Stunden, damit das wirklich ganz toll im Kontrast auch werden kann und der Hintergrund auch weggehen kann. Weil man natürlich auch, je länger man fotografiert, desto mehr verändert sich auch das, was man fotografieren möchte. Ganz am Anfang habe ich immer eine halbe Stunde oder eine Stunde gemacht und war fasziniert davon, dass ich das gerade sehe oder dass ich jetzt echt doch mein Gesicht. Das ist die Ungeduld. Ja, genau. Man macht das nach einer Stunde. Ich habe jetzt eine ganz tolle Basis. Eine meiner ersten Galaxien hieß, glaube ich, so wie das blaue Auge, ne? Das Black Eye Galaxy. Das ist so eine, die ist richtig schön fein strukturiert und hat vorne so ein ganz dunkles Staubband. Ich glaube, ich habe eine Stunde davon aufgenommen und habe gedacht so, wow, ich habe das gemacht, das ist total großartig. Das ist richtig cool. Und ich war unglaublich begeistert. Von meine Frau und alle anderen mussten sich das angucken und meinten so, Das kenne ich. Richtig cool. Und dann habe ich tatsächlich vor der Zeit das gleiche Foto nochmal gemacht und einfach gemerkt, 3 Jahre liegen dazwischen und das ist unglaublich anders. Und man verändert auch, wie man das Fotos macht, und wie man das Bild bearbeitet. Und man verändert ja auch das, was man gerne zeigen möchte in den Details. Und man entwickelt auch seine eigene Farbsprache. Mhm. Das ist ja auch mal eine Diskussion. Ist das echt, was ich da zeige? Ich versuche immer, die Bilder in so einem Farblevel zu bringen. Man auch das Gefühl hat, die sind eine natürliche Farbgebung. Das ist nicht zu stark gesättigt. Man kann das toll angucken. Und ich finde das toll, wie es immer sich verändert. Und manchmal hat man so 2-3 Tage, also man sitzt auch nicht 10 Minuten an so einem Bild. Also abends mich hinsetze, dann mache ich so 3-4 Stunden das und dann noch 1-2 Abende weiter. Und irgendwann ist das Bild dann so weit, dass ich denke, das ist jetzt schön, gefällt mir. Das drücken wir mal auf Speichern. Dann schläft man nochmal drüber, guckt nächsten Morgen drauf und denkt sich so, hier müsste ich nochmal ran oder da müsste ich nochmal ran. Genau. Und das ist wie ein langer Text, den man geschrieben hat. Da kommt man irgendwann wieder drauf und denkt so, ach, das hätte ich auch besser machen können. Und hier die auch nochmal aufpassen müssen und so. Und das nimmt man dann vielleicht fürs nächste Bild mit. Und irgendwann wird man immer besser. Genau, das ist so eine richtige Entstehungsgeschichte, die hinter so einem Bild steckt. Also das ist also eine ganz spezielle Art von Fotografie und nicht einfach nur ein Knipsen oder so, sondern da stecken viele Stunden Arbeit drin, sowohl in der Aufnahme als auch eben hinterher in der Bearbeitung. Ja. Damit es eben, ja, das ist, glaube ich, der Anspruch, den ja viele Astrofotografen haben, ist, so natürlich wie möglich aussehen zu lassen. Mhm. Wohl wissend, dass das immer seine physikalischen Limits hat. Aber trotzdem versucht man so dicht wie möglich dran zu kommen und dann soll es trotzdem schön sein, einen gewissen ästhetischen Anspruch erfüllen, aber natürlich auch das wiedergeben, was man eben wirklich sieht und nicht das künstlich zu machen. Das ist, glaube ich, auch immer so eine typische Anfängerfalle, dass man versucht, das maximal bunt zu machen, weil dann ist es natürlich erstmal beeindruckend, aber dann guckt irgendwann der erste Kollege drüber und sagt, ja schön, aber solche Galaxien gibt es gar nicht. Genau. Oder auch zum Beispiel mehr auch auf den Hintergrund zu achten, dass man jetzt nicht nur zum Beispiel eine Galaxie toll rausarbeitet, sondern auch sehen kann, was ist das Umfeld davon. Genau. Haben die Sterne eine natürliche Farbgebung? Kann ich auch erkennen, was an Strukturen drumherum ist? Es gibt auch etwas, das so ein ganz feines Staubnebelchen, die eigentlich überall im Hintergrund liegen. Wenn man längere noch belichtet, vielleicht 20, 30, 40 Stunden, da kann man auch sehen, dass es alles miteinander so halb verwogene Staubstrukturen sind, die man auch rausholen kann. Das ist der intergalaktische Flux. Das gibt eine tolle Übersetzung dafür. Aber es sieht spannend aus, wenn man merkt, dass auch so Galaxien so ganz lange Fäden haben, weil das sind ja auch Objekte, die im Weltraum gewandert sind. Ja. Vielleicht auch mal ganz besonders 2 zusammengeklatscht und dann haben die sich verarbeitet miteinander und dann gehen sie wieder auseinander. Aber auch wenn sie plötzlich nicht mehr nebeneinander im Weltraum stehen, optisch, sind sie noch oft über ein kleines Staubband verbunden. Ja. Dann man näher dran wäre, Milliarden Sterne wieder gesehen verbergen. Das ist für mich überhaupt eines der ganz faszinierenden Sachen an der ganzen Astronomie. Eigentlich diese gigantischen Größen, diese gigantischen Mengen. Also ich liebe immer diese Zahlenspiele, die es dann gibt. Also dass wir zum Beispiel mehr Sterne im Universum haben, als es Sandkörner an allen Stränden von unserem Planeten Erde gibt. Und jeder von uns war schon mal irgendwo in einem Sandkasten zumindest oder an einem Strand und hat eine Vorstellung davon, was eine Handvoll Sand ist. Und wenn sich dann klar macht, dass es da draußen mehr Sterne gibt als Sandkörner an allen Stränden hier zusammen. Ja, ich finde das immer ganz beeindruckend. Ja. Und auch die Größen, die man dann sieht. Also
ich weiß gar nicht, sehen wir eigentlich heute Abend irgendwo M31, die Andromeda-Galaxie, das ist ja nicht die berühmteste, die man eben auch, weil man sie eben auch mit bloßem Auge sehen kann. Ich weiß gar nicht, ist die heute Abend zu sehen. Ja, dann wäre die in die andere Richtung. Genau, ne, hinter uns wäre die jetzt heute. Müssen wir später mal gucken. Genau. Aber auch die ist ja mit bloßem Auge zu sehen und trotzdem ist sie 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Also das Licht von da zu uns, zu meinem Auge, ist losgeflogen, ja, vor 2,5 Millionen Jahren. Da hat noch niemand über Homo sapiens nachgedacht. Und da ist es da gestartet und kommt jetzt an. Und ja, ich sehe das. Das hat für mich immer etwas, das zu Bescheidenheit führt. Ich denke, ja, wir sind wirklich hier ein Staubkorn im Weltall und fühlen uns dafür immer ein bisschen gar zu groß auf. Nehmen uns vielleicht doch mal ein bisschen selbst zu wichtig. Es gibt ja diesen schönen Witz, treffen sich zwei Erbi. Ja, genau. Die eine, wie geht's dir? Ach, weißt du, ich habe Homo sapiens. Und dann meint die andere, hatte ich auch, das geht vorbei. Genau, ja, den kannte ich. Der ist gut, ja, das stimmt, leider. Einfach einordnen, etwas passiert. Ja, das hatte ich, glaube ich, auch in einer der letzten oder vorletzten Podcast-Folgen ja schon erwähnt, von Carl Sagan, dem berühmten Astroforscher. Der hat das ja in einem Film verarbeitet, beziehungsweise es gibt eigentlich eine Buchvorlage, dort kommt das da auch schon drin vor, dass das, glaube ich, die große Herausforderung der aktuellen Zeit ist, dass wir schaffen, unsere, er nennt das technologische Teenager-Zeit, überstehen, ohne dass wir um bei unsere eigenen Füße stolpern dabei. Ja, es könnte gut sein.